Löse die trigonometrische Gleichung Sinus hoch 4 von x plus Cosinus hoch 4 von x gleich 3 Viertel. In der Anfangsgleichung lesen wir hier Sinus im Quadrat von x hoch 2 und hier Cosinus im Quadrat von x hoch 2. Also können wir hier Sinus im Quadrat von x ersetzen durch 1 minus Cosinus 2x geteilt durch 2. Das ist die erste Formel von Carnot. Und hier können wir Cosinus Quadrat von x ersetzen durch 1 plus Cosinus von 2x geteilt durch 2. Das ist die zweite Formel von Carnot. Jetzt rechnen wir diese zwei Quadrate aus und vergessen die Doppelprodukte nicht. Hier sehen wir den Term minus 2 cos 2x und hier den Term plus 2 cos 2x. Diese zwei Termen streichen sich also weg. Als gemeinsamen Nenner haben wir beidseitig die 4. Wenn wir also beide Seiten dieses Gleichheitszeichens mit 4 multiplizieren, so verschwindet dieser gemeinsame Nenner. Und die Gleichung wird dann zu dieser da. Die 2 setzen wir noch rechts rüber, dann steht rechts 3 minus 2, also 1, und dann teilen wir noch durch diese 2. So erhalten wir diese Gleichung Cosinus im Quadrat von 2x gleich 1 halbes. Also ist der Cosinus von 2x plus oder minus die Quadratwurzel von 1 halbes. Das heißt, plus oder minus die Quadratwurzel von 1 geteilt durch die Quadratwurzel von 2. Quadratwurzel von 1, das ist 1. Und wenn wir dann noch Nenner und Zähler mit Quadratwurzel von 2 multiplizieren, so erhalten wir, dass der Cosinus von 2x gleich ist zu plus oder minus Quadratwurzel von 2 halbe. Also müssen wir diese zwei Fälle bearbeiten. Entweder der Cosinus von 2x ist plus Quadratwurzel von 2 halbe oder der Cosinus von 2x ist minus Quadratwurzel von 2 halbe. Zuerst hier. Wir erkennen natürlich diesen besonderen Wert, Quadratwurzel von 2 halbe, das ist der Cosinus von Pi Viertel. So, also haben wir die Grundgleichung Cos gleich Cos, aus der wir sofort schließen können, dass der erste Winkel 2x gleich ist zu plus minus den zweiten Winkel Pi Viertel plus 2k Pi, wo k eine ganze Zahl bezeichnet. Jetzt brauchen wir diese Gleichung nur noch durch diese zwei zu teilen und so erhalten wir die ersten Lösungen plus minus Pi Achtel plus k Pi, wo k eine ganze Zahl ist. Jetzt der zweite Fall. Hier haben wir erkannt, dass Quadratwurzel von 2 halbe der Cosinus von Pi Viertel ist, also diese Zahl ist der Cosinus von Pi Viertel, dann ist die entgegengesetzte Zahl von der, also nach links gerichtet, minus Quadratwurzel von 2 halbe, und das ist der Cosinus von 3 Pi Viertel. 1 Pi Viertel, 2 Pi Viertel, 3 Pi Viertel. Und somit haben wir wieder die Grundgleichung Cos gleich Cos, aus der wir schließen, dass der erste Winkel 2x gleich ist zu plus minus dieser zweite Winkel 3 Pi Viertel plus 2k Pi mit k ganzer Zahl. Auch diese Gleichung teilen wir noch durch diese 2 und so erhalten wir dieses zweite Paket von Lösungen plus minus 3 Pi Achtel plus k Pi. Jetzt werden wir dieses Paket Lösungen
und dieses Paket Lösungen in dieselbe Menge hineinstecken. Wir vergessen nicht zu erwähnen, dass k eine ganze Zahl sein muss und diese Menge bildet die Lösungsmenge dieser trigonometrischen Gleichung.